Hi. Hallo, heute ist der 20. April 2012. Ich bin Peter Martensen und hier ist Ihr Wetterbericht. Heute habe ich eine besondere Nachricht für Sie, aber die kann warten, bis wir die Sonne betrachtet haben. Wo stehen wir nochmal bei der Sonnenaktivität? Die Regierung der Vereinigten Staaten sagt das Aktivitätsmaximum der Sonne für den Beginn des Jahres 2013 voraus. Aber einige Wissenschaftler sagen in letzter Zeit, dass dieses Maximum möglicherweise bereits Ende letzten Jahres überschritten worden sei und wir uns nun auf dem Weg in das Minimum befinden. Jedenfalls deuten alle relevanten Indikatoren der Sonne darauf hin, dass das bevorstehende Minimum, wann immer es auch beginnt, mehrere Jahrzehnte andauern dürfte und wir in dieser Zeit keine Sonnenflecken zu sehen bekommen, ähnlich dem Monde-Minimum im 17. Jahrhundert. Während der letzten Tage verstärkte sich die Sonnenaktivität deutlich, nach einer ruhigen Woche zuvor. Man kann hier sehen, wie die Sonne letzte Woche aussah. Hier kann man ein paar Sonnenflecken erkennen. Aber plötzlich, fast wie aus heiterem Himmel, entstehen Sonnenflecken überall. Sonnenflecken, die zunehmend aktiv werden. Jetzt ist es eine sehr aktive Sonne. Am Montag letzter Woche schleuderte dieser hier eine äußerst große Sonneneruption ins Weltall. Und dann, zwei Tage später, begann diese neu entstehende Sonnenfleckenregion eine ganze Reihe von Eruptionen herauszuschleudern, am Mittwoch und Donnerstag letzter Woche. Ich zeige Ihnen mal eine Nahaufnahme der Eruption, die am Montag auftrat. Sie war nicht besonders stark, aber dafür sehr groß. Sie sieht spektakulär aus, wenn man sie so betrachtet. Und ein koronaler Masseauswurf ging aus ihr hervor. Wie üblich sollten wir bei zunehmender Sonnenaktivität wie derzeit auch mit zunehmenden Wetterkapriolen und Erdbeben auf der Erde rechnen. Nun zu meiner besonderen Nachricht. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum man in Amerika die Amtsenthebung von Präsident Obama fordert. Er habe die Machtbefugnisse des obersten Gerichtshofs in Frage gestellt. Er provoziere Russland und China und riskiere damit letztendlich auch Nuklearkrieg. Seine Gesundheitspolitik ähnele das T4-Programm Adolf Hitlers. Zusammengefasst handle er als Agent des britischen Imperiums. Und zusätzlich leide er an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, für die der 25. Verfassungszusatz gelte und somit Amtsenthebung bedeutet. Aber der wichtigste Grund für seine Ablösung ist in meinen Augen sein Angriff auf die Erforschung des Weltraums. Letzte Woche wies Lyndon LaRouche in einem Interview mit dem russischen Blog namens Terra America auf die britischen Blockaden gegen die Raumfahrt hin. Die Obama-Regierung folgt diesem Modell und ist gegenwärtig nicht nur dabei, die Finanzierung der bemannten Raumfahrt zu streichen, sondern zusätzlich auch noch die Erkundung durch Roboter. Sie setzt sich damit durch, ein vollkommen machbares Programm zu zerstören, das Constellation-Programm. Dieses Programm sah den Bau zweier Raketen vor, eine leichtere Personentransportfähre und eine kräftigere Schwerlastrakete, um große Gerätschaften ins All zu bringen. Dieses System hatte das Potenzial, uns wieder auf den Mond zu bringen. Die Ares-5-Rakete war darauf ausgelegt, über 180 Tonnen in eine erdnahe Umlaufbahn zu transportieren, sowie mindestens 60 Tonnen in eine Mondumlaufbahn. Nun schlagen wir uns mit dem sogenannten Space Launch System herum, das zunächst nicht mehr als 80 Tonnen ins All tragen kann und überhaupt keine zukünftige bemannte Weltraummission beinhaltet. Und selbst bei diesem Space Launch System wissen wir nicht, ob die Obama-Administration diese Gelder auch noch kürzt. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat bereits die Kooperation für eine Mars-Mission mit der NASA aufgegeben und sucht nach Möglichkeiten mit den Russen. Geld hat nie einen wahren Wert in der Realwirtschaft. Vielmehr entsteht Wert aus wissenschaftlichen Entdeckungen und technologischem Fortschritt. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass sich die Vereinigten Staaten sofort wieder auf die bemannte Marserkundung konzentrieren. Vor allem wegen den unvorhersehbaren Entdeckungen neuer Prinzipien, die dabei gemacht werden und die derzeit äußerst rar gesät sind. Wie in der neuen Dokumentation Planetary Defense von LaRouche Pack gezeigt wird, liegt der Schlüssel zum Überleben der Menschheit in Reisen ins Sonnensystem und zu den Sternen. Ist es nun nicht an der Zeit, da wir uns für ein halbes Jahrhundert in eine offenbar ruhige Periode der Sonnenaktivität eintreten, diese Herausforderung anzunehmen? Wenn Obama geht, können wir unsere kosmische Reise beginnen. Zuerst zum Mond, dann zum Mars und schließlich zum Rande des Sonnensystems und darüber hinaus. Vielen Dank.